Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Gerd, liebe Luisa, schön, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung, hier in diese spezifisch eingerichtete Ausstellung mit Werken von Gerhard Höhme. Wir wollen heute versuchen, in dieser illustren Runde uns dem Werk des Künstlers, aber auch den Kunstwerken, nicht nur diesen, sondern Höhmes Werken allgemein zu nähern. Und deswegen haben wir Menschen eingeladen, die mit dem Werk Höhnes etwas anfangen können, verbunden sind, bereits tiefer eingestiegen sind. Und ich darf ganz herzlich begrüßen hier zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Hans-Heinrich Gosse-Brockhoff. Er ist ein deutscher Kulturpolitiker der CDU. Sie kennen ihn möglicherweise. Von 2005 bis 2010 war er Kulturstaatssekretär beim Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers. Von 2005 bis 2006 zusätzlich Chef der Staatskanzlei. Und seit 2015 ist er auch Präsident der Peter-Paul-Rubens-Stiftung in Siegen, eine der wichtigen deutschen Kunststiftungen. Er hat 1998 ganz maßgeblich in seiner damaligen Funktion als Düsseldorfer Kulturdezernent zur Gründung der Gerhard und Margarete Höhme Stiftung zusammen mit der Witwe des Künstlers beigetragen. Die Geschäftsführung der Gerhard und Margarete Höhme Stiftung obliegt dem Museum Kunstpalast. Und in der Mitte sitzt Kai Heimer, Leiter der Abteilung Moderne Kunst der Stiftung Museum Kunstpalast, den ich auch herzlich begrüße. Und außen Michael Beck von Beck und Eggeling International Fine Art Düsseldorf, einer renommierten Galerie, die Sie sicherlich kennen, die seit 1994 auf dem internationalen Kunstmarkt etabliert ist. Sie engagiert sich für zeitgenössische Kunst mit Ausstellungen und nicht zuletzt auch mit weit über 100 Publikationen zur modernen Kunst. Früher ansässig in Leipzig und daher kennen wir uns schon. Ja, ich will diese kleine Runde eröffnen mit einem Zitat von Gerhard Höhme von 1971. Wir haben den Kosmos in uns. Ich finde, das ist eine sehr typische höhmische Feststellung, weil sie so wunderbar weit und offen ist und Höhme eigentlich immer ins Offene gestrebt hat. All das, was er in seinem Werk vollbracht hat, ist eine Suche nach dem Offenen, nach dem Ungebundenen, auch nach der Öffnung des Keilrahmengevierts, dass diese Werke dann dennoch in dieser viereckigen Art und Weise zu ihrem Schluss gekommen sind, ist vielleicht auch eine Bindung an die Notwendigkeiten. Aber Höhme hat doch von Anfang an in seinem Werk, und dafür ist er auch bekannt geworden, immer versucht, diese Bindung an den Keilrahmen, an das Rechteck zu negieren, die Farbe zu befreien. Und das können Sie sehen in vielen der Bilder, dass die Farbe immer wegstrebt von der Bindung, dass sie fließt, dass sie gurgelt, dass sie auch versucht, gegen die Gravitation sich einen eigenen Weg zu bahnen. Höhme hat vielfach mit der Farbe gearbeitet, sie von der Leinwand wieder runtergekratzt, die Überreste gedreht, versucht, die Rückseiten der abgekratzten Malpartikel dann erneut zu verwenden, bis er dann in den 60er Jahren dazu gekommen ist, mit seinen Schnüren eine weitere Dimension zu öffnen, die sich hineinschlängelt in den Raum. Und ich möchte gleich mit einer ersten Frage an Herrn
Heimer beginnen. Ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob es eine Verbindung zwischen der Linie bei Höhme gibt und dem sich Schlängeln der Schnüre, der Bindfäden, später der Plastikschnüre. Kann man sagen, dass diese Schnüre eine Verlängerung dieser Linien, die Kunst von Höhme hat ja doch auch eine starke lineare Komponente, ist? Oder ist das jetzt etwas, was wir da hinein geheimnissen und Höhme war doch so konsequent, dass er mit den Schnüren etwas ganz anderes gewollt hat, als eine Linie zu verlängern? Ja, wie vieles, was Höhme gemacht hat, ist auch der Einsatz der Schnüre, glaube ich, vielschichtig zu interpretieren. Man kann nicht sagen, das ist einfach ein Versuch, eine dreidimensionale Form der grafischen Linie in die Welt zu setzen. Das ist sicher eine Komponente der ganzen Angelegenheit, aber das klang ja auch schon an, dieses Öffnen des Bildkörpers in den Raum hinein, dieses physische Hineinstoßen in den Raum, das ist mindestens genauso wichtig wie eben das Verfolgen der Spur der Schläuche als Betrachter. Das ist auch wichtig, wenn Sie selber mit einem Höhme-Bild zu tun haben und Sie wollen es installieren. Also aufhängen reicht ja nicht, sondern Sie müssen ja irgendetwas mit den Schnüren auch machen. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man auch sozusagen dem Charakter dieser Schnüre entsprechend die in dem Bild einsetzt und platziert. Also Höhme hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass das sehr gesteuert und sehr kontrolliert ist. Also die Schnüre sind nicht einfach beliebig irgendwie, kommen die aus dem Bild raus und hängen so planlos rum, sondern die sind sehr genau arrangiert. Und das spricht eben natürlich auch dafür, dass es eigentlich eine Form der Zeichnung im dreidimensionalen Raum durchaus ist. Es ist auch wichtig, wenn man sieht, das ist so ein einfaches Wort, Schnüre, und das ist viel komplizierter in Wirklichkeit. Er hat natürlich angefangen mit diesen kunststoffummantelten Schnüren, die man früher als Wäscheleinen zum Beispiel verwendet hat, im Wirtschaftswunder Deutschland. Aber er hat dann mit Chemiefirmen, besonders mit der BASF, zusammengearbeitet und hat Schläuche und Schnüre extra für sich produzieren lassen. Und diese Schnüre haben zum Beispiel variierende Dicken. Sie werden also von ganz schmal nach ziemlich dick entwickelt und keine Schnur gleicht auch der anderen. Und er hat eben da mit der Form genauso gearbeitet wie mit dem Material der Ölfarben, mit denen er seine Bilder gemalt hat, oder der Acrylfarben. Also das ist schon eigentlich ein sehr, sehr eigenwilliges künstlerisches Mittel, das er dort für sich gefunden hat und das er auf sehr vielfältige Weise eingesetzt hat. Das ist natürlich nicht allein. Es gibt viele Kunsthistoriker, die ja gerne so die Kunst sortieren nach bestimmten Themen und nach bestimmten formalen Maßnahmen. Und dann kann man ja mal, wenn man Schnüre sieht, an Eva Hesse denken oder andere Künstler, bei denen auch Schnüre in irgendeiner Form eingesetzt werden. Und da muss man eben auch konstatieren, dass Höhme dieses bildnerische Mittel eigentlich am vielfältigsten von allen eingesetzt hat. Es gibt keinen anderen Künstler, der so vielfältig mit diesem doch eigentlich einfach ein Element gearbeitet hat. Ja, eigentlich müsste man unterstreichen, dass die Modernität Höhmes einerseits in der Formfindung liegt, andererseits in der Verwendung der damals sehr modernen Plastmaterialien. Aber von heute aus gibt es noch eine weitere Dimension. Dass diese Ausstellung hier zustande gekommen ist, ist ja nicht zufällig, sondern es liegt daran, dass Höhme für die junge Generation von Malern und Malerinnen, zumindest in Deutschland, einen sehr hohen Stellenwert hat, dass also seine Modernität eine der Gegenwart ist. Also er wird durchaus von der jüngsten Generation derer, die nach 1990 geboren wurden, als ganz zeitgenössischer Maler angesehen. Und das, finde ich, ist eine große Besonderheit, die nicht allen Künstlern und Künstlerinnen widerfährt. Und
insbesondere in der Auswahl der Spätwerke, die dieses Herumopern, Herumspielen mit dem in den Raum ragenden Material so wunderbar nachvollziehbar werden lässt, konnten wir, glaube ich, dieses Stück Modernität auch mit der Ausstellung nochmal unterstreichen. Und es hat uns natürlich sehr gefreut, dass Patrick Bahners in der FAZ genau in seinem Artikel über diese Ausstellung diesen Aspekt aufgenommen und gewürdigt hat. Also in der FAZ auf dem Titel des Feuilletons zu erscheinen mit einer Ausstellung ist ja doch relativ selten. Ich möchte diesen Aspekt des Hineinfühlens oder des Herausfühlens aus den Bildern nochmal dahingehend unterstreichen, dass es Höhme ja nicht um eine Erweiterung der Bildfläche geht, indem er diese Experimente ausführt, sondern um ein Hineingreifen in den Raum. Er hat also immer, wie ich lesen konnte, ich bin ihm ja nicht selbst begegnet, er hat immer versucht, nach allen Himmelsrichtungen Dinge auszuloten. Und für ihn vervollkommnet sich das Bild eigentlich erst in der Dimension zwischen Bildgrund auf der Bildfläche sich arrangierenden Formverhältnissen, dem Herausragen von Elementen in den Raum und dem Raum der Betrachtenden. Also nur in dieser Dreiheit sieht er sein Kunstwerk vollendet. Nun muss man aber auch feststellen, das haben wir bei der Leihe der Werke gemerkt, dass auch diese Schnüre irgendwie altern. Alles geht dem Tode zu. Und Frau Maruyama hat also deutlich gemacht, dass es doch nicht ganz so einfach war, die Werke uns hier zur Verfügung zu stellen, weil sie mussten erst mal auf ihre restauratorische Hundertprozentigkeit geprüft werden, dass sie auch den Transport überstehen. Wie ist das denn, Herr Heimer, mit diesen Werken, wenn nun die Schnüre brechen? Die machen es ja nicht ewig. Werden dann die Schnüre unkünstlerisch gegen den Willen des Meisters ersetzt oder lässt man sie abfallen? Ist eine wirklich wichtige, auch ich sage mal museumsethische Frage, wie man mit dem Altern eines Kunstwerkes umgeht. Und es sind ja nun gerade die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gewesen, in denen es diesen großen Enthusiasmus für moderne Materialien gab. Ganz viele Künstler haben mit Kunststoffen gearbeitet. Hier in der Region gab es ja mal einen Künstler, Ferdinand Spindel, der mit Schaumstoff gearbeitet hat. Und leider hat der Schaumstoff die Eigenschaft, dass ganz viele Weichmacher im Schaumstoff sind. Und wenn er seine Fältelungen aus Schaumstoff, die er mit Nagel und Heftzwecken an Holzgründen befestigt hat, wenn er die nicht bemalt hat, dann sind die 30 Jahre später in Staub aufgelöst, weil dieses Material keine Stabilität hat auf die Dauer. Das hat natürlich die Künstler in den 60er Jahren überhaupt nicht interessiert. Die haben einfach gedacht, Plastik ist modern, das nehmen wir jetzt mal. Und die haben überhaupt nicht Materialforschung betrieben, wie es die Restauratoren machen. Und wir haben heute in der Welt der Restauratoren natürlich Spezialisten für alle möglichen Bereiche. Und es gibt eben Restauratoren und Restauratorinnen, die auf Kunststoffe in der Kunst spezialisiert sind und die nach Strategien auch forschen, wie man den Alterungsprozess von Kunststoffen aufhalten kann oder wie man gegebenenfalls zerstörten Kunststoff ersetzen kann. Und das ist eigentlich so ähnlich in der Auffassung wie eine ganz normale Retusche an einem Bild. Also wenn ein Ölbild eine Fehlstelle hat, weil irgendein Stück Farbe abgebrochen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann geht der Restaurator her und macht eine Retusche.
dass das nicht so auffällt. Wobei früher, im 19. Jahrhundert, haben Restauratoren die Bilder quasi neu gemalt. Da dachten die auch, hier könnte noch ein Baumstumpf sein, der fehlt mir hier, den male ich mal drüber. Und da gibt es ja ganz skurrile Geschichten, gerade bei den alten Meistern. Inzwischen ist aber die Ethik der Restauratoren so, dass sie alles, was sie einem Kunstwerk konservatorisch zufügen, reversibel machen wollen. Das heißt, es muss sich auch wieder entfernen lassen. Und es gibt auch einige Restauratoren, die so weit gehen, dass sie überhaupt nicht retuschieren wollen, sondern eben den unperfekten Zustand, den ein Werk dann nun mal hat über die Jahre und Jahrzehnte, dass sie den sichtbar machen wollen. Da wird sehr viel drüber gestritten, ob das den ästhetischen Charakter eines Werkes nicht zu stark beeinträchtigt, wenn zum Beispiel Sie eine Skulptur haben, da ist der Arm abgebrochen und der eine Restaurator sagt, das bleibt so und der andere sagt, nee, wir machen den Arm wieder dran, damit das vollständig aussieht. Das ist ein sehr, sehr weites und komplexes Feld und Höhme gehört zu den Künstlern, die diese Problematik für sich nicht so wichtig fanden, sag ich mal. Und er hat Materialien verwendet, die dazu führen, dass es sehr aufwendig ist, diese Werke aufzubewahren und im besten Sinne zu konservieren. Bei den Schläuchen ist es zum Beispiel so, dass sie in bestimmten Windungen präsentiert werden. Und wenn Sie die Schläuche falsch lagern, dann ist die Windung nicht mehr richtig. Und dann können Sie wahrscheinlich Tage oder Stunden damit verbringen, den Schlauch wieder in die richtige Form zu bringen, damit er in dem Bild auch richtig eingesetzt werden kann. Oder wir haben dieses Beispiel dieses schönen Bildes Ekbatana. Das ist aus Papier und auf einem Holzkern und das ist falsch gelagert worden über sehr viele Jahre, weshalb viele der Papierelemente sich so nach links wenden. Und das darf eigentlich nicht sein und wir werden die Arbeit nach der Ausstellung restauratorisch behandeln müssen, um diesen Zustand wieder zu korrigieren. Und da hat man eben wieder besseren Wissens, nein, ohne das überhaupt zu ahnen, die Arbeit halt im Depot falsch gelagert, hochkant und horizontal und dadurch hat das Papier sich in eine Form gebracht durch die Schwerkraft und diese Form hat das jetzt und die entspricht aber nicht dem, was eigentlich die Aussage des Bildes sein sollte. Und solche Dinge merkt man eben manchmal leider erst viel zu spät und dann hat man so ein Problem und die Restauratoren sind dafür da, diese Probleme zumindest zu mildern, im Idealfall eben zu beseitigen. Wir freuen uns, dass wir die Werke zeigen konnten und dass Sie nun feststellen konnten, dass das Werk nicht ganz richtig biegt. Ja, absolut. Manchmal ist es ganz gut, die Dinge mal rauszuholen. Das muss man absolut sagen. Uns ist ja gar nicht damit geholfen, dass die Bilder einfach nur im Keller liegen und wir sie irgendwo haben und eine Kartei haben und wissen, das besitzen wir alles, sondern es ist wichtig, dass die Dinge von Zeit zu Zeit bewegt werden, angeschaut werden und präsentiert werden, weil das Wissen um die Eigenschaft eines Kunstwerkes können wir nur lernen, wenn wir damit direkt umgehen. Wenn wir ein Bild haben, von dem ich weiß, das ist vorhanden seit 1925, ich habe es aber noch nie gesehen, weil es in irgendeinem Lager liegt, dann kann ich nicht viel dazu sagen. Dann weiß ich auch nicht genau, in welchem Zustand das ist. Und gerade bei der Kunst seit den 60er Jahren ist es ganz wichtig, wirklich physisch damit zu arbeiten, um zu sehen, was verlangt dieses Werk eigentlich für eine Behandlung. Und das ist etwas, was eigentlich die Kunst von Gerhard Höhme fast exemplarisch demonstriert. Das ist eine Kunst, da geht es nicht nur darum, dass man sich ein Bild anschaut, also Augen auf und was kann ich sehen, sondern das ist eine körperliche Erfahrung und man kann die Eigenschaften des Materials auf eine ganz tiefgreifende Weise studieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich mit Originalen beschäftigt und nicht dieser heutigen Idee nachrennt. Es ist ja alles im Internet und wir können alles auf dem Bildschirm sehen und dann wissen wir Bescheid. Wir wissen überhaupt nicht Bescheid. Und man ist auf die Originale angewiesen und Höhme ist ein Künstler, der wirklich exemplarisch dafür steht, dass er sagen kann, meine Werke sind absolut unersetzlich und die sind auf eine andere Weise als physisch überhaupt nicht erfahrbar.
Herr Beck, lassen Sie uns doch mal kurz auf den Kunstmarkt schwenken. Wenn wir hier so eine Ausstellung machen und Höhme wird ja auch in der Küppersmühle gezeigt. Lange Zeit wurde Höhme nicht deutlich rezipiert. Was hat das für Auswirkungen auf den Kunstmarkt? Waren die Werte im Keller und steigen sie jetzt wieder oder hat sich das nicht weiter ausgewirkt? Was hat das auch mit der restauratorischen Situation zu tun? Also in der Stiftung sind ja Werke, die sind zum Glück dort gebunkert und können nicht verkauft werden, aber sicherlich gibt es auch einige, die verkauft werden können. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Was sagt der Kunstmarkt dazu? Der Kunstmarkt, ja. Also erstmal, wenn wir uns für so einen Künstler entscheiden, muss irgendwas Spannendes passiert sein. Und dieses Werk von Höhme ist ja schon herausstechend. Was uns als Galeristen daran so besonders fasziniert hat, ist dieser Kampf, den ich so sehe zwischen der informellen Malerei und dann dem Konzeptionellen, was da reinkommt. Und ich frage mich oft selbst, helfen jetzt die Schnüre oder warum setzt er jetzt sozusagen bei dem Bild dort hinten zum Beispiel so eine komische Konstruktion in die Mitte, wo man gar nicht weiß, was ist es? Hilft es dem Bild oder hilft es ihm nicht? Aber es ist das, was eben Höhme ausmacht, dass er es gemacht hat, dass er eben nicht wie Clifford Still oder Sam Francis in dieser Malerei schwilgt, sondern eben diesen Schritt gegangen ist. Kunstmarkttechnisch ist es leider so, dass die Leute über diese Schnüre fallen. Sie kaufen die Bilder deswegen nicht. Sie stören zu viel, ja. Also das, was eigentlich Höhme ausmacht, kunsthistorisch und ihn einzigartig darstellen lässt, hindert mich, die Bilder besser zu verkaufen. Also dieser Höhme ist komplett auf dem Kunstmarkt unterbewertet. Also die Werte sind wirklich im Keller. Ich frage mich immer, warum die Leute es wirklich nicht erkennen oder es nicht kaufen wollen, weil es wirklich für wenig, relativ, also wir sprechen immer relativ wenig Geld, tolle Werke bekommt. Man kann heute noch Hauptwerke kaufen. Wir hatten in der letzten Ausstellung dieses Bild 89, also ganz spätes Bild zu der Wiedervereinigung, deutsch-deutsches Verhältnis. Das sind Hauptwerke, die man heute noch kaufen kann. Dieses Bild war riesig groß und hat auch einen hohen Höhmepreis gehabt, nämlich 300.000 Euro. Das ist also schon viel Geld. Aber wenn wir auf den internationalen Kunstmarkt schauen und eine Helen Frankenthaler, die jetzt 30 Millionen bringt, dann stimmt diese Kalkulation überhaupt nicht mehr. Und wir bemühen uns und wie Sie ja vorher gesagt haben, wir sind international tätig. Wir waren sehr beteiligt an dem Wiederaufbau des Zero-Marktes von Heinz Mack und haben da ein internationales Händlerfeld aufgebaut mit Spirone Westwater in New York, mit Ben Brown in London und Hongkong, mit Perrotin in Paris, also alles starke, große Galerien. Und da hat das auch relativ gut funktioniert, muss auch sagen, relativ, ja. Aber bei Höhme ist es uns nicht gelungen, eine Pace Gallery oder eine Gagosian Gallery dafür zu begeistern, obwohl es eben durch einige Werke, die ja im Nachlass verkäuflich sind und auch aus Eigenbeständen, die wir haben, durchaus Material gibt. Weil meistens scheitert ja so ein Projekt, so einen Künstler, mit Werken aus den 60er, 70er, 80er Jahren in den internationalen Kunstmarkt zu launchen an dem Material, das es nichts gibt. Da sagt also ein Larry Gagosian, wie viele Werke habt ihr denn zum Verkaufen? Dann kommt man vielleicht bei einem Nachlass auf 45 verkäufliche Arbeiten. Dann sagt er, vergesse ich, das macht ja keinen Sinn. Aber bei Höhme ist ja das Material sogar da. Also ich verzweifle. Lieber nicht. Lieber Herr Grosse-Brockhoff, alle diese Werke sind uns freundlicherweise durch die Höhme-Stiftung zur Verfügung gestellt worden. Wie bitte? Zwei Bilder sind von Willi Kemp. Ah, stimmt, richtig. Ja, aber der Großteil. Ja.
Ja, und eine Arbeit ist auch von Herrn Wegel. Ja, aber ich würde gern noch mal wissen, es gibt ja innerhalb der Stiftung eine Unterscheidung zwischen den Fundamentalwerken, die also auf keinen Fall aus der Verfügungsmasse veräußert werden dürfen, und anderen. Wer hat denn diese interessante Festlegung getroffen? Erinnern Sie sich noch? Oder ist das Stiftungsgeheimnis? War die Frau Höhme daran wesentlich beteiligt? Oder sind es Werke, die über die Werkgenese auch von Höhme selbst als besonders hochwertig angesehen wurden? Teils, teils. Aber die Entscheidung hat tatsächlich Margarete Höhme getroffen. Was ist unveräußerlich, was ist veräußerlich? Wobei sie aber durchaus geneigt war, dass man später auch Werke, wenn die Erkenntnisse andere sind, austauscht. Also aus einem unveräußerlichen Werk ein veräußerliches macht und dafür aus der Liste der Veräußerlichen eins unveräußerlich macht. Das hat sie damals konzediert, aber es war damals ihre ziemlich einsame Entscheidung. Hintergrund der Stiftungsgründung war überhaupt, dass nach dem Tod von Höhme sie nicht wusste, sie war selber ja auch schon nicht mehr die Jüngste, was aus ihrem behinderten Sohn Pitt werden sollte, wenn sie einmal nicht mehr wäre. Und dann habe ich irgendwann ihr vorgeschlagen, eine Stiftung zu gründen, und dass diese Stiftung auch die Verpflichtung hätte, sich um Pittchen zu kümmern und nicht zuletzt auch aus den veräußerbaren Werken seinen Unterhalt sicherzustellen. Das war der Hintergrund für die Stiftung, warum wir sie gegründet haben und warum es eben auch diese Zweiteilung von Werken gibt. Es ist aber unabhängig, die Ironie der Geschichte war, dass Pittchen unmittelbar nach der Stiftungsgründung verstorben ist an einem Nierenversagen, sehr plötzlich und überraschend, und damit der eigentliche Stiftungsgrund zunächst einmal entfallen war, aber die Stiftung gab es dennoch. Sie war ja auch errichtet im Hinblick auf eine Zeit nach Pittchens Lebensende. Und da war es ein Anliegen, sehr klug von Frau Höhme, von mir immer mal Gretchen genannt, so wurde sie unter Freunden genannt. Sie sagte, der muss im Markt bleiben. Und das muss jetzt die Funktion sein, dass ihr im Markt bleibt, wobei wir das auch in Zusammenarbeit mit Beck und Eggeling sehr zurückhaltend machen. Wir wollen also auch nicht den Markt, wer weiß wie, fluten. Dafür sind dann die Bestände auch wieder nicht groß, aber kontinuierlich daran arbeiten. Und da muss ich sagen, sind wirklich Beck und Eggeling hervorragende Partner. Ich glaube, sonderlich viel verdient haben sie an Höhme noch nicht, aus den besagten Gründen. Er ist unterbewertet, obwohl es dann auch wieder immer wieder überraschende Ausreißer gibt. Nach oben genauso, aber auch nach unten. Wir sehen das in der Stiftung zunächst einmal gelassen, weil wir jetzt auch nicht darauf angewiesen sind, auf die entsprechenden Einkünfte. Und ich bin absolut sicher, die Zeit von Höhme wird kommen. Und auch ich registriere wie Sie freudige Übereinstimmung für mich,
das in der jungen Generation der Kunstinteressierten genauso wie der Künstler und Künstlerinnen ein großes Interesse an Höhme ist. Und für mich sind das die Vorzeichen, dass sich das auch im Markt ändern wird. Insofern bin ich da auch wieder gelassen, auch wenn wir tatsächlich jedes Jahr daran arbeiten und uns deswegen solche Ausstellungen wie diese hier, und jetzt muss ich dann doch mal ein Lob loswerden, an Sie, an den Wecke, an alle, die daran beteiligt waren, Frau Schlotterbeck, ich finde das eine fantastische Ausstellung. Oh, vielen Dank, wir freuen uns. Wirklich fantastisch. Ich habe es Ihnen vorher gesagt, kein Kunstwissenschaftler. Ich schweige meist zur Kunst, auch wenn ich meine eigene Meinung habe. Aber eines kenne ich. Ich kenne unendlich viele Höhme-Ausstellungen. Ich kenne unendlich viele Werke von Höhme und finde das ganz fantastisch in diesem Raum, genauso wie auch in dem Raum auf der anderen Seite des Gebäudes. Und dass die von mir immer schon sehr geliebte Galerie Gladbeck das nun hingelegt hat, das freut mich, Herr Weggel, noch mal ganz besonders. Das finde ich toll. Und ich finde auch die von mir nicht gänzlich unkritisch gesehenen Betonwände ausgesprochen, und das habe ich nicht erwartet, für Höhme ideal. Ich bin völlig perplex. Und finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ein großes Kompliment. Und ich freue mich auch, dass hier eben das spätere Werk gezeigt wird und nicht das frühe, das ja im Markt, etwa Borkenbilder und so weiter, die gehen relativ gut. Während alle arbeiten mit Schnüren, da beginnen die Reserven, obwohl es da ja eigentlich erst richtig spannend mit Höhme wird. Ja, merkwürdigerweise sind es ja gerade diese Spätwerke, die nun die jüngste Generation zu faszinieren beginnen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass es in der jüngsten Generation und auch im Rückblick auf das, was diese Generation in der Malerei bewältigt, bereits diese Kategorie des sogenannten Expanded Painting gibt. Also Höhme ist ein ausgesprochener Künstler, der also von Künstlern und Künstlerinnen besonders gemocht wird, während der Markt und große Institutionen diese sinnliche Ebene noch nicht genügend gewürdigt haben. Aber was meinen Sie, ist es, was die jüngste Generation daran fasziniert? Es ist ja sicherlich nicht nur dieses Spiel mit dem Material, die Dimension der Raumerweiterung. Ich habe ja das Gefühl, dass Höhme eben auch eine Conclusio der Entwicklung seit dem frühen 20. Jahrhundert ist. Also es stand mal geschrieben, dass er sich positioniert zwischen Klee und Fautrier. Also das sind ja tatsächlich Sprünge vom Anfang des 20. Jahrhunderts über die 50er, 60er Jahre bis in die 80er. Ist es möglicherweise dieses Suchen nach Wesenheit des Künstlerischen oder auch nach menschlicher Wesenheit, nach dem Existenziellen, was ihn so herausfordert? Herr Grossebrockhoff, wie haben Sie Höhme erlebt als Suchenden? In welcher Art und Weise trat er Ihnen gegenüber? Wenn man die Fotos sieht, sieht man einen Menschen, der durchaus auch extrovertiert in einer Runde von Menschen bei einer Ausstellungseröffnung, bei einer Studiobegehung steht. War er eher jemand, der zurückhaltend agiert hat oder doch auch innerhalb einer Gruppe tonangebend sein konnte? Nein, also innerhalb einer Gruppe tonangebend, das
würde ich ihm nicht als eine Spezialität zuschreiben. Er war immer, wenn man ihn traf, hellwach, verschmitzt, aber durchaus zurückhaltend. Aber er konnte dann auch mit Worten das tun, was er auch bei seinen Mildern macht, nämlich wirklich Wumms etwas reinhauen, was für viele vielleicht sogar eine Art von Zerstörung oder gar ein Akt des, ja, des Sprengens ist. Und das hat ihm Freude gemacht. Das, ich glaube, dass das auch zu seinem Charakter gehörte. Er hat keiner Gruppe in dem Sinne angehört, auch in der Akademie. Er hat da weitgehend, nicht völlig allein, aber weitgehend doch allein, agiert, und er war allergisch gegen alles, was Ideologie betraf. Er hatte Riesenprobleme mit Beuys, also einfach inhaltlicher Art, menschlich glaube ich nicht einmal, aber inhaltlicher Art, und hat mit ihm auch heftig widersprochen. Aber er war dann auch nicht derjenige, der nun groß in die Protestreaktion ging und in öffentlichen Diskussionen Stellung nahm. Da war er ausgesprochen zurückhaltend. Und eines hatte er immer auch mir gegenüber, ein tiefes Misstrauen Politikern gegenüber. Und das ist ja auch nicht völlig unberechtigt. Aber das ist, glaube ich, bis zuletzt geblieben. Wir haben uns kennengelernt 1974. Da war ich noch gerade Student, erstes Examen in der Jurisprudenz gemacht. Da zog er in die Nähe meiner Eltern, etwa 1 Kilometer entfernt, an der Erft gelegen, in dieses sein letztes Domizil, ein ehemaliges Stallungsgebäude, gehörend zum Schloss Reuschenberg. Und da habe ich ihn kennengelernt durch etwas ganz Kurioses, nämlich durch sein irrsinniges Auto, einen Jaguar I. Das war also mit so einer Schnauze vorne und ein eigentlich ein reiner Zweisitzer, aber Pittchen saß dann oft vergnügt hinten so schräg auf den Notsitzen. Und damit fuhr die Familie dann eben auch sowohl nach Italien, aber eben auch sonst. Und so ist er mir häufiger begegnet. Und dann sprach er mich, da war ich aber inzwischen Kulturdezernent und Stadtdirektor in Neuss, darauf an, dass er dem benachbarten Gutshof, dem Bergerhof, gerne mit Künstlern in Einheiten aufteilen wollte und dort Künstler unterbringen wollte und für sich einen eigenen Ausstellungsraum. Im Nachhinein wissen wir, dass er da schon von seiner Krankheit wusste. Er wollte da vor allen Dingen seine eigenen Werke, ja, in einer Art Kontemplativität allein betrachten können und hatte sich dann ein kleines Erker, so eine Art Alkoven, eingerichtet, auch zum Schlafen, und sagte, ich bin der Wächter dieses Hofes, und weil er von dort den ganzen Innenhof des Vierkanthofes, ein typischer rheinischer Vierkanthof mit einer riesigen Scheune, und er hat die Stallungen übernommen und gar nichts groß draus gemacht, also jetzt durch Umbauten, sondern so genutzt, wie sie waren, und dort seine Kunst aufgehängt. Und das war für ihn, glaube ich, zum Lebensende noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und darüber sind wir, es war ein juristisch wahnsinnig kompliziertes Unterfangen,
Und das mit einer riesigen Gruppe, relativ riesigen Gruppe von Künstlern zu bewerkstelligen, hat mich manche schlaflose Nacht gekostet. Aber wir haben es geschafft. Es war sehr kompliziert. Und da habe ich, glaube ich, an Achtung bei ihm gewonnen, dass ich da einfach auch zu ihm treu geblieben bin und immer wieder Gespräche versucht, immer wieder alle unter einen Hut zu bringen. Und da hatte er übrigens auch eine beachtliche Integrationskraft unter den Künstlern. Und in der Phase, das will ich dann doch noch erzählen, weil es so unglaublich ist, einige kennen, der Anwesenden kennen die Geschichte. In dieser Phase, als wir nun schon beim Notar gewesen waren, habe ich gemerkt, plötzlich saß ich, also ich saß im Rathaus, räumte meinen Schreibtisch vor dem Urlaub aus, es war im Juni, Ferienbeginn, und wie immer verbringe ich dann das Wochenende, ich fahre immer erst montags, weil das Wochenende nötig ist, um den Schreibtisch leer zu bekommen. Und plötzlich schießt mir durch den Kopf, Mensch, du hast dich gar nicht mehr bei Höhme gemeldet, um zu fragen, wie es ihm geht. Und dann habe ich die Nummer gewählt und da kam Johannes Hasselmann, Assistent ans Telefon. Ich fragte nach Höhme und da sagte er mit seiner Grabesstimme, Herr Höhme ist soeben verstorben. Ich sag soeben? In dieser Minute. Das verbindet mich und hat mich dann mit Margarete Höhme und der Witwe und dem Sohn Pittchen für immer verbunden. Dieses Erlebnis, dass ich plötzlich, also ich glaube nicht an solche Telepathie oder was, aber irgendwas muss mich doch bewegt haben, zum Telefonhörer zu greifen, völlig spontan, weil es mir auf einmal einfiel, Mensch, du hast den gar nicht mehr angerufen. Und das hat dazu geführt, dass ich eine sehr enge Beziehung dann zur Witwe gepflegt habe und auch umgekehrt und wir dann diese Stiftung begründet haben wunderbar zusammengearbeitet haben. Aber dieses Ereignis hängt mir heute immer noch in den Knochen, muss ich sagen. Und das soll Colorandi Causa bei so einem Anlass vielleicht auch mal erwähnt werden. Herr Heimer, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage, was die jüngste Generation möglicherweise, wir können ja auch nur mutmaßen, an Höhme schätzt. Was denken Sie, ist das das Sinnlichkeitspotenzial oder ist es diese ja ins Spirituelle auch lappende Dimension? Und ich bin ja der Meinung, dass Höhme und Beuys mehr verbindet, als den Höhme vielleicht von Beuys getrennt hat. Das ist die Ironie der Geschichte. Ja, was könnte das sein? Also Beuys in seiner politischen Intention rangiert auf einem ganz anderen Planeten als dieses spirituelle Element bei Höhme. Hat das vielleicht auch mit der Gegenwart jetzt zu tun? Also ich glaube, dass Höhme ein wirklich existenzialistischer Künstler gewesen ist. Ihm war, also das war für ihn kein, da konnte man keine Witze drüber machen. Das war eine sehr, sehr ernste Sache, Bilder in die Welt zu setzen. Damit hat er sich übrigens von vielen seiner informellen Kollegen auch stark unterschieden. Wenn man zum Beispiel einen Maler wie Winfried Gaul nimmt, der auch mit Höhme durchaus Auseinandersetzungen gerade über diese Frage geführt hat oder auch in Karl Otto Goetz, dessen Credo ja war, abstrakt ist schöner und der eigentlich auf eine sehr kalte Weise seine Maltechnik kultiviert und entwickelt hat. Auch ein wichtiger und großer Maler, aber dessen Anspruch an das einzelne Werk nicht so tief, nicht spirituell nicht so tief gegangen ist, wie das bei Höhme der Fall war. Ich würde da Höhme
in einem Atemzug mit Künstlern wie Mark Rothko oder Barnett Newman nennen, die an der Mitte des 20. Jahrhunderts ja formuliert haben, so Sätze wie The Sublime is Now, und sie wollten mit ihrem Werk eine existenzielle Erfahrung dem Betrachter oder demjenigen, der sich diesem Werk aussetzt, mitgeben. Und ich glaube, dieser absolute Anspruch an das, was ein Bild einem Betrachter mitgeben kann, das ist spürbar in den Werken von Höhme. Das ist auch in seinen Arbeiten auf Papier spürbar. Er hat fantastische Aquarelle gemacht, bis auch in die Spätzeit, die eine ganz, ganz große Intensität auch haben. Und ich glaube, anders angefangen, ich habe eine sehr simple Kunsttheorie. Meine Vorstellung von einem erfolgreichen Kunstwerk ist die, dass ein erfolgreiches Kunstwerk eine Art spirituelle Energie konserviert, die der Betrachter, wenn er sich mit dem Werk auseinandersetzt, in irgendeiner Form erfahren oder abrufen kann. Und dafür sind die Bilder von Höhme, glaube ich, sehr schöne Beispiele. Das ist eigentlich völlig irrelevant, wann ein Bild gemalt worden ist, ob das von 1966 ist oder von 1988. Das spielt eigentlich keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, was man vor Augen hat. Und das verkörpern die Bilder von Höhme eigentlich sehr schön. Und man hat eben ein aktuelles Erlebnis mit diesem Werk. Und das ist das, was manchen Kunstwerken vielleicht nicht so gelingt. Wenn man von weitem sozusagen sagen kann, ja, das sieht aus wie 50er Jahre und dann bleibt es irgendwie 50er Jahre. Und die Werke von Höhme, die haben einen Charakter, der sich dieser zeitlichen Einordnung auch entzieht erfolgreich. Da hat man eben eine bestimmte Art und Weise, die Bildfläche zu organisieren, bestimmte physische Weise, wie Farbe manipuliert worden ist von dem Künstler. Das kann man nachvollziehen und sehen. Und man sieht auch sozusagen, wie der Künstler wirklich buchstäblich in diesem Bild eine Zeit lang aufgegangen ist, weil er so intensiv, der hat ja nicht nur mit Pinsel gemalt, sondern mit den Händen, mit allem, was ihm sinnvoll und greifbar erschien. Und das war eine Erfahrung fast so wie jemand, der auf dem Boden herumkriecht und in der Erde wühlt. Und diese Intensität, die Bilder sehr häufig ausstrahlen, das ist etwas, was sie irgendwie auch erfolgreich zu konservieren scheinen. Sodass das nicht eben der Höhme hat vor 50 Jahren das mal gemacht, das Bild, und dann ist gut, sondern das ist eine Erfahrung, die wir heute so intensiv nachvollziehen oder neu erleben können, dass das quasi frisch bleibt. Und das ist natürlich eine Sache, wenn einem Kunstwerk so etwas gelingt, dass es sozusagen unser Realitätsempfinden ausdehnen kann und dass das seine Gültigkeit über einen langen Zeitraum behalten kann, dann ist ja schon sehr viel erreicht. Und ich glaube, in so einem Bereich muss man das suchen, was die jungen Künstler an Höhme spannend und aufregend finden. Ich glaube, dass das eben Bilder sind, die einen unmittelbar anrühren bis heute, auf eine sehr direkte und sehr körperliche Weise. Ja, ich denke, das ist diese tiefe, spezielle Dimension, die die Werke von Höhme ausmacht. Erstaunlich ist ja auch, dass es sowohl Innovation in seinem Werk gibt, immer wieder auch Erfindung und Experiment, und auf der anderen Seite eben dieser unkalkulierbare Status contemporary zu sein und insofern zeitlos. Sie haben auf Rothko verwiesen und die spirituelle Dimension bei diesem amerikanischen Maler. Ich würde sagen, dass sich die amerikanische Kunst von der europäischen doch auch wesentlich unterscheidet in vielerlei Hinsicht. Das soll jetzt nicht weiter ausgeführt sein. Aber interessant ist, dass über die Shaped Canvases der 50er, der späten 50er Jahre, Höhme ja eine eigene Dimension der Borkenbilder entwickelt, die quasi parallel zu den amerikanischen Entwicklungen läuft. Und meine Frage an Herrn Beck wäre,
wenn es doch diese ähnliche Gestimmtheit zwischen Amerika und Deutschland auf diesem Zweig der Entwicklung der 50er, 60er Jahre gegeben hat, warum spielt dann der späte Höhme so eine geringe Rolle in Amerika und auf dem amerikanischen Markt, während doch Beuys als typisch deutscher, tiefgründelnder Künstler wesentlich höher eingeschätzt wird. Also auch, weil man natürlich sehr strategisch Beuys mit Andy Warhol in einen Dialog versucht hat zu zwingen. Ja, man könnte jetzt auch über das Marketing reden, ja. Also das Marketing bei Beuys ist natürlich so super stark, auch eben durch diese Verbindung zu Andy Warhol, dass er also in diesen Markt irgendwo reinkam, aber eben auch immer als eine sehr exponierte Einzelfigur. Bei Höhme haben wir einfach das Problem, und da möchte ich auch zurückzukommen, wenn wir jetzt von der Jugend, die die Bilder so lieben, sprechen, dann sprechen wir von dieser ganz kleinen Zahl von interessierten Künstlerinnen und Künstler oder Fachleute, die sich dafür interessieren. Wenn wir uns hier umschauen, haben wir ja keine jungen Menschen, ich sehe ein paar hinter Masken, aber fast keine jungen Menschen hier in dem Saal. Also es, sagen wir mal, würden wir jetzt eine Banksy-Ausstellung oder eine Damien Hirst-Ausstellung heute besprechen, hätten wir wahrscheinlich ein anderes Publikum. Also wir sprechen hier von einem sehr spezifischen Fachpublikum, die das interessiert und die da angesprochen sind, wie du das gerade gesagt hast, dieses Mystische, was da drin ist, das spricht ja wenig Leute an. Das ist ja hochintellektuell. Insofern ist es eben immer wieder die gleiche Schwierigkeit, dass wir bei Höhme es mit etwas zu tun haben, das eigenartig komisch ist, was sich eigentlich nicht vermarkten lässt. Ja? Also bei dem Mark Rothko oder bei dem Twombly oder bei Frankenthaler habe ich schöne Bilder, ja. Und bei dem Höhme bleibe ich immer irgendwie hängen an etwas, wo ich sage, warum ist das das denn in dem Bild? Warum kommen diese Schnüre jetzt da raus? Warum sind hier unten diese Gefäße? Ja, eigentlich stören die mich. Also da bin ich wieder in diesem Kampf. Ja, das macht ihn besonders, aber es stört halt auch. Aber das ist ja das Großartige eben gerade an seiner Kunst. Wir reden also nicht von der vermarktbaren, dekorativen, ich bin jetzt mal ganz böse, Mark Rothko-Malerei, in der wir schwelgen, sondern eben, wo wir hängen bleiben. Er wollte stören. Ja. Wo du gerade Cy Twombly erwähnst, also eine Ausstellung, die für mich ganz wichtig war, war ja die Präsentation der Sammlung von Rainer Speck 1983 in Krefeld. Da war ich noch Student. Und er hatte einen bibliophilen Katalog gemacht, nummerierte Exemplare, 48 Mark. Und ich habe den mir gekauft, weil ich den so toll fand, mit eingeklebten Farbabbildungen. Und er hatte Cy Twombly dazu gebracht, den Katalogumschlag für ihn zu entwerfen. Und Cy Twombly hat in seiner unnachahmlichen Schrift einfach draufgeschrieben, to the happy few. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Diagnose zeitgenössischer Kunst. Und wir dürfen uns da nicht vertun, dass wirklich ernsthafte Reagieren auf diese Art von Arbeiten, das ist wahrscheinlich nicht jedem gegeben. So wie nicht jeder musikalisch ist oder nicht jeder gerne im Sternerestaurant ist, sondern mit McDonald's zufrieden ist, so ist das auch bei der Wahrnehmung und Empfindung ästhetischer Phänomene. Es gibt Leute, die sind dafür empfindlich und es gibt Leute, die achten auf Branding und sagen dann, Jeff Koons ist doch geil, ne, weil das ist ja auch sehr einfach. Aber wenn es um solche direkten Erfahrungen geht, das ist ja eine sehr persönliche Sache. Und persönliche Sachen möchte man auch nicht unbedingt vor anderen so ausbreiten und mit anderen teilen. Also das wird sehr schnell zu einer gewissermaßen speziellen Sache. Und ich denke auch, ich bin ja jetzt seit 14 Jahren an einem Museum, vorher war ich noch nicht am Museum tätig, aber ich habe sehr viel von der Grundidee des Museums aufgenommen und finde das auch wichtig zu verteidigen, gerade in unserer heutigen Situation, wo auch die Idee des Museums für viele Leute zur Disposition steht und man eben sagt, wir können ja diese Sammlungen, die Museen sind voll mit
Bilder, das können wir ja alles mal verkaufen, ist die Lagerhaltung billiger und ist ja viel besser. Und dass es darum geht, bestimmte Kulturwerte zu bewahren, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und da sind gerade Künstler wie Höhme, aber auch Cy Twombly, for that matter, weil der Bilder gemalt hat, da gibt es auch viele Leute, die sagen, das kann mein Kind auch, das ist so Krakelei und das ist ja nix. Und gerade diese Arbeiten, die so eine Empfindlichkeit haben, die gilt es ja zu beschützen. Und da ist das Museum enorm wichtig für, um eben klarzumachen, das sind kulturelle Werte, die es zu erhalten gilt. Und wenn uns das verloren geht, dann geht uns sehr, sehr viel verloren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig festzuhalten. Und da sehe ich auch eine Differenz eben zwischen dem Kunstmarkt und dem Museum oder dem Kunstmarkt und der kunsthistorischen Einschätzung von bildender Kunst. Das ist eben keineswegs deckungsgleich. Und es gibt Werke, die sind kunsthistorisch enorm wichtig, kosten aber quasi nichts, weil das keine Sammler dafür gibt. Und man muss diese Differenz, das muss ich von der Museumsperspektive immer etwas sportlich betrachten. Manche Dinge kosten sehr viel Geld, also ein tolles Richterbild kostet eben 20 Millionen. Wenn ich das absolut brauche in meinem Museum, muss ich irgendwie Wege finden, so ein Bild in die Sammlung zu bekommen. Das kann ich aber aus meinem Ankaufsetat natürlich nicht bezahlen. Also muss ich irgendwie gucken, dass ich mit einem reichen Sammler mich anfreunde und den irgendwie überrede, sag mal, schenk mir doch das Bild fürs Museum. Da muss man also andere Wege finden. Und ich bin da auch nicht dagegen und ich bin auch kein Feind des Kunstmarktes in dem Sinne. Die Situation ist eben, wie sie ist. Ich denke nur, dass die Qualität von Kunst nicht ausschließlich von Marktwerten abhängt und dass sie teilweise sogar gegen den Marktwert anzusetzen ist. Also da kann man sich mit Galeristen auch immer trefflich auseinandersetzen und streiten, aber wahrscheinlich sind wir auf irgendeinem Punkt dann uns auch einig da drin. Hundertprozentig. Also das kann ich nur unterstreichen. Also erstmal ganz klar, Werte spiegeln überhaupt nicht die Qualität von Kunst wider. Der Kunstmarkt ist ja explodiert, er ist riesig groß geworden. Es ist ein ganz neuer Markt, wo wahnsinnig viel Geld reinfließt. Reinfließt von Menschen, die investieren, aber überhaupt nicht in diese Ebene kommen, ein Kunstwerk zu erwerben, zu erfassen, zu lieben. Aber auf der anderen Seite, das musst du auch zugeben, sehen natürlich die Museen unter auch diesen unwahrscheinlichen Erfolgsdruck. Also ich wünsche mir ja auch, dass die Museen die Horte sind, genau diese Qualitäten zu verteidigen. Ja, aber jeder Museumsdirektor wird ja gemessen an, wie viele Leute kommen denn, wo hast du denn deine Artikel? Und insofern, mach eine Höhme-Ausstellung und mach danach eine Jeff Koons-Ausstellung, um wieder auf diesen Nein-Namen zu kommen. Da gibt's aber 1000 andere. Ja, bei Höhme hast du dann 1000 Besucher und dann hast du bei Jeff Koons 100.000. Das sind 1 Million Einnahmen oder eben 100.000 Einnahmen mit. Also das sind einfach diese Zwänge. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Galeristen genauso wie ihr unterstützt werdet und dass unsere Gesellschaft diese Freiräume schützt und sich leistet. Ganz einfach der Spiegel unserer Zeit, gell, unserer Gesellschaft. Wollen wir uns das leisten, ja oder nein? Entweder funktioniert es oder nicht. Wir sind natürlich ein bisschen anders, weil wir müssen die Dinge verkaufen. Und ich bin ein Galerist, der nicht gerne verkauft. Ich kaufe viel lieber und behalte. Aber ich muss eben verkaufen, weil wir ein ganz klares kommerzielles Unternehmen sind und davon leben. Also ich habe auch nicht Beck's Bier hinter mir stehen. Also auch das nicht, weil das ist ja auch noch eine schöne Möglichkeit, so eine Galerie zu betätigen. Aber es macht auch Spaß und es setzt auch uns als Galeristen unter einen bestimmten Erfolgsdruck und wir machen Dinge ein bisschen mit einem anderen Zug, als wenn man es eben nur so macht und sagt, ach, ich finde das ganz schön. Sondern wir versuchen es natürlich zu vermitteln und die Vermittlung endet im Grunde erfolgreich im Verkauf, nämlich dass das Kunstwerk nicht bei einem Investor, bei Hasenkamp im Lager ist, sondern bei ihm zu Hause an der Wand. Ja, es gilt ja eigentlich, Sammler zu erziehen, wenn man so will. Es geht darum, man muss die Passion bei den Leuten wecken. Man muss denen klar machen, was für einen enormen Reichtum sie sich erschließen können, wenn sie die Kunst als Kunst ernst nehmen und nicht nur als Investment. Und dann nicht einfach sagen, ich möchte den Namen haben und den Namen haben, sondern dass die wirklich für die Objekte anfangen zu brennen. Darum geht es letztendlich. Aber lieber Herr Heimer, warum
ist dann nicht so ein Werk, was doch einen so deutlichen Bezug zu Beuys hat im Sinne des Austauschs der Elemente, des Fließprinzips, des Dualistischen und so weiter, in dieser kompakten Orientierung auf ein Tafelbild, was doch letztendlich viel einfacher musealisierbar wäre als eine riesige Beuys-Installation mit unendlich vielen verschiedenen Materialien und einer großen räumlichen Ausdehnung. Haben da die Museen geschlafen, dass dieses Werk sich nun also in einer Stiftung und nicht etwa in einem anderen Museum befindet? Hat man viel zu schnell auf Beuys gesetzt und hat man Höhme schon immer nicht verstanden? Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Es ist ja durchaus eine Reihe von Museen, in denen auch substanzielle Arbeiten von Höhme vertreten sind. Also zum Beispiel Saarbrücken hat den Ätna-Zyklus. Das Museum in Dortmund hat wichtige Arbeiten. Auch das Bonner Museum. Er ist ja nicht komplett vergessen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Natürlich hat Beuys einen sehr viel höheren Stellenwert. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben da über Marketing schon gesprochen und auch das Skandalisierungspotenzial bei Beuys war immer sehr groß und das hat auf eine ironische Weise auch zu dem Erfolg natürlich beigetragen. Und ich sehe aber auch, was hier gerade anklang, diese Affinität eigentlich zwischen Höhme und Beuys ist eine sehr große, sind Künstler fast gleich alt, fast identisch konditioniert als Flieger im Krieg. Und sehr ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Und dass die sich natürlich auf dem künstlerischen Feld intensiv auseinandergesetzt haben und eigentlich mehr ihre gegenseitige Fremdheit gespürt haben als ihre eigentliche Verwandtschaft, das gehört eigentlich zu der Ironie einer solchen Situation dazu. Aber ich glaube, mit dem Abstand von jetzt ja schon beinahe 40 Jahren und je größer dieser Abstand wird, desto ähnlicher werden sich diese beiden Künstler sein und desto ähnlicher werden sie auch präsentiert werden können in der Museumswelt. Da bin ich auch sehr von überzeugt, weil sie eigentlich sehr verwandt waren miteinander. Herr Grosse-Brockhoff, noch eine Frage an Sie. Sie hatten vorhin schon diese Distanz zum Ideologischen bei Höhme benannt. Ich fand besonders interessant, dass diese Distanzierung sich eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, als Höhme sich entscheidet für den Kunstberuf und für das Kunststudium, schon andeutet. Er kommt ja aus dem Osten Deutschlands. Und in den 50er Jahren, noch vor dem Mauerbau, lebte er also bis 51 in Halle an der Saale und war dort auch integriert in einen Freundeskreis an der Moderne interessierter jüngerer Maler, die dann später auch nach Westdeutschland gingen, während andere wie Willi Sitte, Chef des Künstlerverbandes der DDR wurde. Also ich glaube, in dieser frühen Zeit hat sich sehr viel ereignet im Leben und im Werk von Höhme und diese Distanz zum Ideologischen ist vielleicht auch mit seiner Herkunft zu erklären. Haben Sie mit Höhme über diesen biografischen Hintergrund mal gesprochen? Hat er sich in Bezug auf seine DDR-Erfahrung geäußert? Ja, er hat sich gegenüber der DDR als absolut abweisend geäußert. Aber er sprach über solche Dinge ungern. Und das meiste weiß ich eigentlich auch aus der Zeit nach seinem Tod von Margarete. Also durch Erzählungen von Margarete Höhme und vielleicht auch von Johannes Hasselmann, dass welch wichtige Rolle das für ihn spielte und er auch jeder Ideologie und mit Sicherheit auch jeder
ja, um es konkret zu benennen, jeder Partei misstraute. Und da auch sehr argwöhnisch war, es hat mit Sicherheit mit seinen auch Kriegserlebnissen zu tun, aber auch mit den bereits frühen Auswirkungen des Regimes in der DDR. Und da war der Westen dann schon noch erstrebenswert, aber für ihn jetzt auch nicht der Himmel auf Erden. Ich glaube, er ist auch sehr skeptisch in den Westen gekommen, aber doch voller Überzeugung, dem Osten Deutschlands den Rücken zu kehren. Da war er wohl auch mit Margarete einer Meinung. Sie sind ja auch beide gemeinsam dann geflohen. So einfach war das ja auch zu dieser frühen Zeit nicht. Es gab ja die Interzonengrenzen ja, noch. Ja, genau. Und da haben die beiden auch etwas mitgemacht. Und die ersten Jahre in Düsseldorf waren mit Sicherheit keine Leichtigkeit und auch in finanzieller, materieller Hinsicht. Denn er hat ja dann auch noch an der Akademie studiert und Gretchen hat als Buchhalterin die Familie ernährt. Denn Pittchen war schon, ich glaube, kurz nach der Flucht in den Westen wurde Pittchen dann geboren, zumindest gezeugt. Und aber er hat das, jedenfalls in meinem Beisein, das muss ich schon sagen, nie so diskutiert und so offen bekannt. Da war er dann auch von einer, ja, für mich schon vornehmen Zurückhaltung. Also er war nicht derjenige, der auch in Diskussionen nach vorn ging, außer dass er da manchmal Sachen sagen konnte, wo jeder baff zuhörte, so in dem Sinne, jetzt hauen wir das da mal rein, weil ihm auch manches viel zu, ihm wurde unwohl, glaube ich, wenn Dinge schön geredet wurden oder wenn Dinge auch verzerrt wurden, einseitig dargestellt wurden. Und in dem Sinne gehörte er nie, auch wenn er der Gruppe 53 angehörte und da auch eine Zeit lang maßgebend war, aber bei ihm kam es, glaube ich, mehr auf die ganz persönlichen Beziehungen zu Einzelpersönlichkeiten, sowohl Künstler, übrigens auch andere Sparten. Gerade auch in der Literatur hatte er viele Freunde und auch Freundinnen. Da war er nicht nur fixiert auf die bildende Kunst und ich glaube schon, dass Jean-Pierre Wilhelm für ihn eine ganz wichtige Figur war. Unter jetzt den Kunst, den der bildenden Kunst nahen Leuten. Ja, wobei Jean-Pierre Wilhelm, das kann man vielleicht ergänzen dazu, war ja ein klassischer Homme de Lettres und ein Mann, ja, der ja gerade an der Schnittstelle zwischen Musik, bildender Kunst, Literatur und früher Performance gearbeitet hat. Und in dem Sinne war er, glaube ich, auch ein großes Vorbild. Er war ja Übersetzer von Literatur. Er hat Paul Celans Gedichte ins Französische übertragen und René Char's Gedichte aus dem Französischen ins Deutsche übertragen. Und das war sehr vorbildhaft auch für viele Künstler. Und gerade Höhme, der in seiner eigenen Sprache auch durchaus schöpferisch war. Man braucht ja nur die Bildtitel zu lesen. Ein Bild wie dieses hier heißt Promulg. Ein Wort, das Höhme erfunden hat natürlich. Und er hat eben Sprache auch auf eine Weise benutzt, in der er meiner Ansicht nach versucht hat, der Eindeutigkeit der Begriffe irgendwie zu entkommen und immer die Vieldeutigkeit nach vorne zu bringen. Also er war immer ein Gegner von plakativen Aussagen, plakativen Behauptungen. Er hatte, glaube ich, auch ein großes Problem mit der Pop-Art. Er hat das zwar wahrgenommen, dass das alles sehr erfolgreich war, aber das war ihm alles zu eindimensional. Und er war eben immer jemand, der
sozusagen das Geheimnis hinter den Begriffen thematisieren wollte und dem auf die Spur kommen wollte. Und deshalb war er so bedingungslos individualistisch auch, glaube ich. Das ist wirklich, das kann man keinem Stil oder keiner Schule zuordnen, sondern es war unbedingt persönlich, was er gemacht hat. Und das ist eben wunderbar, aber eben auch sehr schwierig. Ja, also ohne, dass wir jetzt die Diskussion im Wunderbaren veräppen lassen wollen, gebe ich Ihnen gerne nochmal die Chance, Fragen zu stellen oder auch die Möglichkeit, dass Sie sich selbst zu diesen Bildern äußern. Möchten Sie? Ja, gerne. Ja, schön, dass Sie das sagen. Vielen Dank. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war das jetzt für oder gegen Höhme gesprochen? Ja, Herr Heimer, wollen Sie vielleicht kurz darauf antworten? Kurz. Ganz kurz würde ich ja sagen, ja. Nein, Martin, sehr, sehr bedenkenswerter Kommentar. Und daraufhin sollte man das Werk von Höhme durchaus befragen, ob es möglich ist, ich sag mal, Rudimente von Methode
in diesem Werk aufzuspüren und zu analysieren. Was mich ja an diesem Werk von Höhme eigentlich fasziniert oder überzeugt, ist, dass er es auch hinbekommen hat, wirklich individuelle Bilder zu machen. Also die Bilder sind ja alle komplett verschieden voneinander. Die sind so wie Personen. Und es gibt nur wenige abstrakte Künstler, denen das so gelungen ist. Also Mark Rothko zum Beispiel, da gibt es Werkgruppen und da kann man dann 5 Bilder nebeneinander hängen und sagen, die sind irgendwie so eng zusammen, dass das wie eine Serie wirkt. Während bei Barnett Newman das genauso ist wie bei Höhme, dass jedes Bild eine eigene Welt markiert. Und wenn man dann technisch sich das anschaut, ist es auch technisch nachvollziehbar, dass er immer andere Techniken benutzt hat für jedes Bild. Natürlich gibt es immer Dinge, die er öfter verwendet. Und das ist bei Höhme auch so, wenn man sagt, hier überall sind Schnüre oder Schläuche. Aber wenn man eben dann anguckt, wie sind denn die Schläuche in diesem Bild und wie sind die in jenem Bild, dann wird man sehen, dass das, außer dass es beides Schläuche sind, haben die aber nichts miteinander zu tun. Und das ist eigentlich, finde ich, schon sehr, sehr wichtig und interessant. Und eben genau das macht es uns schwer, dies zu vermitteln, weil eben genau der Wiedererkennungseffekt schon da ist, aber eben das methodische Wiederholen von einem erfolgreichen Bild nicht da ist, sondern er ist dann wahrscheinlich eben immer, also ich kannte ihn nicht, aber wenn man die Bilder anschaut, möchte er wieder was Neues machen. Und kommt, also, und das ist eben gerade das Spannende auch. Ja, insofern machen die Bilder eigentlich auch durstig. Also es kommt immer wieder die Erwartung auf etwas anderes. Aber wenn Sie jetzt auch Durst verspüren, dann ist unsere Bar geöffnet. Und ich danke dem Podium sehr herzlich, meine Herren, dass Sie gekommen sind. Übrigens hatten wir auch Damen eingeladen für das Podium, die aber aus den unterschiedlichsten Gründen abgesagt hatten. Aber vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Damit ist unsere Runde beendet. Die Ausstellung hängt aber noch.